Hallo und herzlich willkommen hier in der Zockerhöhle. Ich bin wieder am Start mit Mafia 3, dem nächsten Part. Unsere nächste Aufgabe ist es, wir müssen einmal zu Cassandra und mit Cassandra reden. Deswegen schnacken wir auch nicht lange. Ihr habt im letzten Part gesehen, wie ich Richie gekillt habe. Deswegen fangen wir gleich an, fahren zu Cassandra. Diesmal mit dem Boot. Oha. So, die letzten paar Meter werden wir mal laufen. Ich finde schon wieder hier nicht zurecht. Reiß wieder alles nieder. Du sitzt dort. Das Harlow gehört dir. Das heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Set hat gekriegt, was er verdient. Mhm. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakker umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Wir sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Ja gut, dafür, dass sie eigentlich so viel Asche hat, sieht sie irgendwie immer ganz schön fertig aus so. Dann wollen wir mal, dann reden wir mal mit Donovan. Komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Ja, gucken wir uns einfach gleich den ersten an. Ja, Point Verdun
Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm, seit Dannys tot? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben den Winde weich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Warum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen? Er dachte, dann ist er Quid mit Zerl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Ehren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. So, können wir jetzt auch hier gleich den zweiten noch mitnehmen? Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du wirst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Cell hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Skeletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Cell bezahlen. Eins muss man Skeletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Cell seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Skeletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Skeletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Ja, läuft. Ich gehe hier... ich ziehe die ganze Stadt auf meine Seite. Läuft. Kein Ding. Gut, erstmal werde ich aber. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Da kommen sie doch schon. Miep, miep. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, auf jeden Fall. Mich erstmal meine Handel abgeschlossen. Ah, gut. Nein, nein. Ah, du Pimmel. Mann, kannst gleich wieder umdrehen. Wir können mal kurz hier die Module einsacken. Einmal. Und ich glaube, auf der anderen Seite natürlich war auch noch einer. Genau, da vorne. So, damit kann ich wieder eine Anlage zusätzlich abhören. Oh.
haben wir denn hier allgemein? Oha. Nee. Fangen wir erstmal hiermit an. Das ist so, das passt schon. Und wir können. Komm, die anderen beiden holen wir uns halt auch, weil wir wollen natürlich die andere. Den anderen Bezirk auch so gut wie komplett verkabeln. Deswegen wird jetzt einmal hier. Halt's Maul. Nimm deine Kelle. Einmal. Da. Zweimal. So. Da habe ich doch schon wieder 5. Es läuft ja. Es läuft hier ohne Ende. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Stairway Hollow schicken? Komm ich schon, nur einen Augenblick. Ja, komm ich schon, nur einen Augenblick. Wo brettert der denn lang, ey? Auch immer so weit weg parken muss ich. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. So, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt erstmal davon nämlich 2. Oh, die Schussliste gibt's nicht. Sprengstoff. Molotow ist auch immer ganz wichtig. Das kann ich immer noch nicht machen. Und das auch nicht. Gut. Ich glaube, das war's. Ruf mich an, wenn ich brauche. So. Jetzt sind wir noch gut vorbereitet, falls irgendwas kommt. Jetzt bügeln wir erstmal weiter. Ohne großen Zwischenstopp. Ja. Zack. 90 Meilen. Der Bulle kann eh nichts machen. Ja, weg damit. Braucht keiner. So. Nein, 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 falsche Taste. Naja, macht nichts. Oh. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Ist er das? Scheiße. Überprüft die Angriffe. Oh, das war wieder. Das war schon wieder eigentlich richtig dreckig gemacht von mir. Wo ist er? Ah, das war ja richtig kacke gemacht von mir. Ja, das war keine Glanzleistung. Ich geb's zu. Es ist unglaublich. Na, die so, zack. Was gehört, wie es da drin so läuft? Na, wie schon. Vito bekommt eine Abreibung. Ich wünschte, Greco würde uns den armen Sack einfach. Ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie andersrum. Boah, guck mal hier. Zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lange prügeln, bis wir ihn alle respektieren.
wäre dazu nicht mehr nötig, als einen abgewrackten Nordstaatler aufzumischen. Guck mal, da hinten ist noch einer. Hier laufen ja schon ein paar mehr rum. Familie. Der Befehl von ganz oben lautet, dass Galetta fertig ist. Und das bedeutet Tod. Greco ist vielleicht nicht der Hellste, vielleicht sogar verrückt. Aber im Moment bestimmt er, wo es lang geht. Das war der. Ob ich von hinten reinkomme. Scheiße, ich hab was am Leben. Das ist wahrscheinlich etwas Gehirnmasse von irgendeinem oder vielleicht ein bisschen Eingeweide. Ich hätte nicht gedacht, dass Greco. Oh, Scheiße, das tut mir leid. Mach doch hier. Thank you.
Wir scheiden Festwelten, mein Basis wird bezerrt, als wir drei zusammen sind, denkt ihr nicht? Wenn ihr die Finger habt, wenn die Hände an euch machen, ich bin da immer noch knapp. Irgendwie lasse ich mich trotzdem immer wieder auf so eine Scheiße ein, finde ich. Jetzt sind wir Partner-Trophy erhalten, sehr geil. Sehr gut. Gut. Ah, hier. Sehr gut.
So, oh hier. Wir werden. Der Part ist ja jetzt auch schon knapp fast eine halbe Stunde alt. Ich werde jetzt hier mit euch noch ein, zwei Sachen einsammeln und dann werde ich den Part beenden. Von daher, nur dass ihr schon einmal Bescheid wisst, ich unten. Ja, dafür, dass er bei der Army war, hat er echt scheiß Kondition. Hier kommt Klatsch und sie bleibt liegen, ist richtig. Oh, hier erkennt auch einer mit. Ah, herrlich, sauber. So, oh, da war hinten noch so ein Playmate. Dings da drinne, Plakat. Das werde ich mir hier nochmal schnell holen. Und dann werden wir im nächsten Part natürlich die nächste Mission in Angriff nehmen. Oh, hüpf doch rüber da, ey. So, was ist das da? Nee. Wo ist denn das hier auf der Karte? Das da meine ich, ne? War das? Ah, da. Gut, was haben wir denn hier noch in der Nähe, was wir schnell holen könnten? Ich glaube, das würde nämlich zu lange dauern. Nehmen wir noch, denke ich mal, die drei hier mit. Und dann werden wir diesen Part beenden. Sich dafür. Ah, da kann ich das auch. Das kann ich auch ausmachen, das brauche ich nicht. Ich sehe das ja hier ungefähr. Sehr gut. Von dem soll ich mich besser in Acht nehmen. Richtig. Ah, da liegt das doch. Also diese ganzen kleinen Missionen werden wir definitiv auch noch ein anderes Mal weitermachen. Also wenn schon, denn schon so eine Dinger mache ich immer komplett fertig. Also da gibt es nicht, dass ich irgendwie sage, ich beende die so eine Sammelaktion und so nicht. So, wie komme ich denn jetzt? Gut, das geht schon mal nicht.
außenrum. Hier komme ich ja nicht rein, ne? Nee. So. Na, bestimmt hier. So. Da noch einmal hin. Aber war ja eigentlich ganz erfolgreich. Wir haben den ersten Abschnitt komplett im letzten Part ja schon fertig gehabt. So. Da. Gut. So. Na komm. Machen wir schnell. Ja, Alter. Wo ist denn das? Genau, hier war der Runde und dann gleich. Zack. So. Interessant. So, zum Beispiel, weil hier sieht man ja noch, hier fehlt mir auch noch einiges, ne? Also, auch hier unten den kann ich noch verwanzen. Da oben kann ich noch einen verwanzen. So, was ist das hier? Ach, ja, genau. Du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist doch mein Freund. Bin sofort da. Was wickeln wir heute ab? Wehe, du verlierst das. Wen unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. Alter. So, es läuft ja bei ihr richtig. So. Auf jeden Fall werden wir den ganzen Kram jetzt hier beenden. Ich danke wieder fürs Zusehen. Mir macht das definitiv Laune, hier mit euch zu zocken, euch das zu zeigen. Ja. Wenn ihr Anregungen habt, irgendwas wissen wollt, Vorschläge habt, auch für neue Games oder so, gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben definitiv noch 2-3 Gedankengänge im Kopf. Wie zum Beispiel Battlefield 1, Total War Reihe, Warhammer und Rome 2. Da komme ich allerdings ehrlich gesagt gerade nicht so wirklich zu, neben den Videos mich noch schlau zu machen, wie ich das am besten am PC aufnehme alles. Deswegen wird das noch 1-2 Tage dauern. Also dauern. Ich hoffe, dass ich es zeitig hinkriege zum Erscheinen von Battlefield. Ehrlich gesagt bezweifle ich das aber. Da will ich ganz offen und ehrlich sein. Vielleicht schaffe ich das. Ich werde mal gucken, was jetzt die nächsten Tage bei mir noch privat ansteht. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wie gesagt, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Viel Spaß bei dem Video, je nachdem, wann ihr das natürlich seht. Bleibt gesund, bleibt steif dabei. Ich wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal sage ich nur ciao, ciao.